meine Weihnachtstradition hat ganz viel damit zu tun, wie wir über die Feiertage als Familie zusammenkommen. Mittlerweile ist es so, wie ja wahrscheinlich bei vielen Familien, dass die einzelnen Mitglieder quer über Deutschland verstreut wohnen und man sich gar nicht so häufig sieht, schon gar nicht in der Gruppe, wirklich als Familie. Jetzt ist es heute so, man kann skypen, man kann telefonieren, man schreibt sich, aber es ist eben nicht dasselbe, wie persönlich wirklich zusammenzusitzen. Und wir versuchen jedes Jahr wirklich über die Feiertage an einem Ort zusammenzukommen und uns wirklich alle sehen zu können, wenn es die Umstände denn zulassen. Und da ist es jedes Mal so, daraus hat sich auch die Tradition entwickelt, gar nicht so bewusst, aber es hat sich über die Jahre so ergeben, dass wir, wenn dann der Letzte eintrifft, wirklich einen bestimmten Weihnachtsfilm anmachen und der läuft im Hintergrund. Und jedes Jahr gibt es Massen an Essen, es gibt Massen zu trinken, es ist wirklich alles da. Und man will sich nur eben zusammensetzen und sich eben austauschen, eben selber miteinander sprechen können. Wie war das Jahr? Wie waren die letzten Monate? Was bewegt einen gerade? Was läuft bei den einzelnen Familienmitgliedern? Worüber muss man vielleicht sich Sorgen machen? Worüber hat man sich richtig gefreut? Worüber ist man richtig stolz im letzten Jahr? Und da ist es jedes Jahr so, dass wir uns nur ganz kurz, nur eben austauschen wollen, aber es eigentlich immer Stunden dauert, bis wir damit durch sind. Wir packen nebenbei die Geschenke alle auf einen Haufen, wir machen es uns schön, wir sitzen zusammen und in der Regel geht das so lange, bis der Erste wirklich in der Runde einschläft. Und ja, weil ich leider auch nicht so ein langes Durchhaltevermögen dabei habe, bin das in der Regel ich. Jo, moin ihr Lieben. Ich wollte euch erklären, was bei uns eine Weihnachtstradition ist. Und meine Familie macht schon super, super lang das Würfeln. Und zwar immer, wenn man eine 6 gewürfelt hat. Ja, habe ich sogar. Super. Könnt ihr mal schauen. Da ist sie. Tada. Dann darf man sich ein Päckchen nehmen und das auspacken. Genau. Und wenn man schon alle seine Pakete hat, dann darf man bei der 6 einfach ein anderes Paket nehmen und das demjenigen dann geben. Genau, das ist unsere Weihnachtstradition. Das wird schon seit Jahren bei uns in der Familie gemacht. Und jetzt seht ihr noch ein paar weitere. Ho, 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 ho! Hier ist die Tradition, dass ich jedes Jahr in dieses Haus komme. Komischerweise fehlt jedes Jahr, wenn ich hier bin, eins der 3 Kinder dieser Familie. Ich weiß auch nicht, das müssen die irgendwann mal in den Griff kriegen, dass immer einer nicht da ist. Dann verteile ich meine Geschenke aus diesem großen Sack hier mit immer den gleichen Sprüchen. Ist hier vielleicht eine Mama? Oh, bitteschön, du warst wohl sehr artig dieses Jahr. Ho, 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 ho! Also ein Ritual meiner Familie ist es schon seit vielen, vielen Jahren, in den Feiertagen durch die Straßen zu gehen und zu fahren und sich die schön dekorierten, leuchtenden Häuser anzuschauen. Früher in den unserer Kindheit haben wir es immer mit Oma und Opa mit Mama und Oma gemacht, während Papa und Opa auf den Weihnachtsmann gewartet haben. Bei uns ist Tradition, dass wir uns vor der Wohnzimmertür in der Reihe aufstellen. Und es gehört auch zur Tradition dazu, dass wir jedes Jahr darüber diskutieren, geht die Jüngste nach vorne oder die Kleinste nach vorne. Denn meine jüngere Schwester ist wesentlich größer als ich. Aber meistens darf ich nach vorne, also die Kleinste. Freunde und Familie. Schade, die kommenden Weihnachtsfeiertage können wir leider nicht zusammen verbringen.
Aber weil ja gerade Weihnachten ja die Zeit für zusammen ist, wollen wir euch auf diesem Wege frohe Feiertage wünschen und alles Gute. Was macht sie denn da? Oma, man hört dich nicht. Du musst dein Mikrofon erstmal anschalten. Alles, also kannst du machen, was du willst. Was ist jetzt denn mit Mutter? Oma, das war die Kamera. So, hallo. Hallo. Ja, hören dich, Mutter. Ja, hallo. Oh, super, hallo. Jetzt fehlt auch schon wieder jemand. Oh, Mann. Jetzt sind wir komplett. Ja, Gott sei Dank. Also, jedenfalls wünscht die Familie Schüler frohe Feiertage und alles Liebe. Ich gehöre doch gar nicht zur Familie. Jetzt hör mal auf mit diesem geschnulzigen Gerede da. Das ist ja echt zum Kotzen. Danke, Schwester, für deinen Beitrag. Also zu dem Weinglas sage ich mal gar nichts, ne? Aber mal zum Rest und überhaupt mal zu allen. Seht ihr, wie ich angezogen bin? Hatten wir nicht gesagt, wir ziehen uns festlich an? Es hört auch nur die Hälfte zu. Macht ja nichts. Hab's ja auch reingeschickt. Ich sehe ja festlich aus. Reicht ja. Ja, Mutti, du hast halt nicht mehr gebügelt. Also mein Kind, bügeln ist... Ich hab tolle Ohrringe. Die sind neu. Die sehen gut aus. Wunderbar, mein Schatz. Was war das, Emma? Das sind meine Ohrringe. Du sollst nicht immer bei meinen Sachen beigehen. Das sind meine. Die habe ich aus dem Kindergarten. Das kann gar nicht. Die habe ich mir letzte Woche erst gekauft. Also, wenn das Mama, jetzt gleich funktioniert, dann komme ich hoch. Ich komme mal hoch. So geht das nicht. Kommt sie jetzt? Nee, die geht bestimmt nur in die Küche zum Essen. Meine Liebsten, ich höre euch irgendwie nicht so. Ihr seid so leise. Rudi, das war auch gerade gar nicht so wichtig. Vergiss es. Also jedenfalls, Herbert, schön, dass Sie auch dabei sind. Es geht ja jetzt gerade im Moment wirklich um Zusammen und Familie und wir freuen uns, dass Sie da heute auch mit im Boot sind. Ja, wenn man das Weihnachten nennen kann. Was mache ich eigentlich hier? Ja, gut. Also kommen wir mal weiter im Plan. Ich habe ja eine Liste gemacht hier. Ach ja, ich hatte ja noch, wir haben uns ja noch, wir wollten ja Musik. Ich habe mir da auch was rausgesucht. So, jetzt passt mal auf. Jetzt mache ich uns mal an und dann, ja gut, ne? Ja, nein, was ist denn jetzt los? Nein, aber können sich vielleicht mal alle hinsetzen? Mir hört doch überhaupt keiner zu. Also... Dann eben keine Musik, wenn das so funktioniert. Könnt ihr euch vielleicht wieder hinsetzen? Ich habe noch so ein bisschen so einen Plan für heute. So geht das nicht wirklich. Ich habe gedacht, aber komm, egal, dann eben ohne Musik. Anna, relax doch einfach mal. Ich meine, keiner stresst hier, oder? Obwohl, jetzt wo ich so drüber nachdenke, du. warte mal, mein Handy klingelt. Da muss ich mal eben ganz dringend rangehen. Warum nicht? Boah, gut, dass du anrufst. Warte mal eben kurz. Ich muss hier einmal auf stumm schalten. So, genau. Ja. Mama möchte mit diesem komischen Nachbarn, meiner Tante, meiner Oma, meiner Schwester Emma und so halt ein Weihnachtsvideo drehen für den Rest der Familie, was halt einfach übelst langweilig ist. Und deswegen echt gut, dass du anrufst. Vielleicht kann ich mich da ein bisschen rausziehen. Also... Also vor allem ist es ja so, dass man dich hört, mein Kind. Oh, scheiße. Lea, ich rufe dich gleich zurück, okay? Bis gleich. Glaube nicht. Glaube, das dauert noch. Diese schreckliche Familie. Ich sehe euch auch hier gar nicht auf diesem kleinen Ding, was ich hier vor mir stehen habe. Oma, hast du meine Brille gesehen? Die ist auf ihrem Kopf. Wie bitte? Auf ihrem Kopf. Oh, danke schön. Danke, Herbert. Herbert, Sie finden doch auch, dass Weihnachten früher irgendwie besser war. Man sieht gar nicht mehr die Mühe hinter den Dekorationen. Ja, und Lichtern. Früher war vieles besser.
Ja. Ja, genau. Früher war alles besser. Gott sei Dank. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich die Einzige hier bin, die sich Mühe gibt. Also, ich meine, so kann das nichts werden. Macht ihr das mit Absicht? Geil, heute Abend ist Online-Saufen. Da bin ich dabei. I like. Toll. Ich hab dich lieb. Ach, mein Schatz. Emma, riechst du das auch? Ja, ich glaube schon. Was ist das? Mama, was riecht hier so komisch? Oh nein, das ist ein... Ups, dann gibt es wohl doch Pizza heute Abend. Ah, Pizza! Ich nehme Salami. Das gute Essen. Ja, das war dann das Weihnachtsessen. Ich meine, wieso soll das auch funktionieren? Kein Video, kein Essen, also... ist das euer Plan für heute? Ist das abgesprochen, dass ihr mir diesen Tag einfach komplett kaputt macht? Soll ich schon mal was bestellen? Guck mal, mein Kind. Ich weiß, du meinst das nur gut. Und ich vermisse euch auch so sehr und würde euch natürlich gerne auch an Weihnachten sehen. Ich wusste, dass aber das aus so dem Bruder macht das hier keinen Sinn. So macht das hier keinen Sinn. Ja, ja, ich auch. Das hat keinen Sinn. Also ich bin raus. Ich habe keinen Bock mehr. Ich feiere lieber zu Hause mit meinen Fischen in Ruhe. Tschüss. Tschüss, Herbert. Ich meine, wer soll es ihm verdenken, ne? Ich muss jetzt auch langsam mal los. Mein Wein ist leer. Ja, das ist ein Grund. Bei dir ist das ein Grund. Emma, Katha, würdet ihr dann vielleicht eurer Tante noch Tschüss sagen? Wir essen gleich einfach erstmal Kekse. Tschüss. Ciao. Wir essen Kekse. Ja. Nehmt eure Mutter nicht so ernst, ne? Lebt ein bisschen euer Leben. Macht das Beste draus. Ciao. Ja, tschüss. Tschüss. Weg. Ciao. Also essen und Kekse. Hier. Tschüss. Mutter, du willst auch schon. Ja, gut. Also, ja, es gehen ja alle. Ja, dann mach dir einen schönen Abend, ja? Also, es war schön, dich zu sehen. Ja, euch auch so ein bisschen komisch. Aber ja. Tschüss. Tschüss, Oma. Tschüss. Komm, Emma, wir gehen runter. Ja. Macht man das jetzt hier aus? Dieses Ding? Wie geht das denn jetzt aus hier? Oh, ich muss das noch ausschalten. Mann. Tschüss, Oma. Ja, tschüss.